Willkommen zum Blue Talk, heute mit dem Sänger Asaf Kacholi in Tel Aviv, den wir alle von Adoro kennen. Er hat ein neues Soloalbum draußen, das heißt Symphony. Herzlich willkommen, wie geht's dir und wo bist du? Mir geht's gut, danke. Ich bin gerade in Tel Aviv in meinem Tonstudio. Es ist sehr warm, die Klimaanlage ist an. Dein letztes Album hieß wie? Mein letztes Album hieß Amore. Du hast gesagt in einem Interview, die Liebe zu deinem Freund, das war damals auch irgendwie ganz neu alles, das hat das Album schon ganz schön nach oben, nach vorne gebracht. Ist denn beim neuen Album da auch wieder sowas passiert oder wie ist da der Stand sozusagen? Absolut. Also ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, auch in dieser Zeit jetzt, wenn wir sozusagen gezwungen sind, zu Hause zu bleiben und viel mehr Zeit miteinander zu verbringen. Das heißt, mein Partner arbeitet gerade auch von zu Hause und ist auch ein Teil überhaupt, nicht nur von meinem Privatleben, sondern der kreiert mit mir. Und der hat in der Zeit viel gelernt, auch mit Videoschnitt. Und er hat meine letzte Video, Mama, er hat die Schnittarbeit gemacht. Und ja, der hat auf jeden Fall wieder ein großer Teil in diesem Album. Da sind wieder viele, viele Liebeslieder. Und das ist für mich eine sehr, sehr hohe Motivation, überhaupt zu funktionieren, auch in diese harte Zeit. Und ich freue mich, dass der dabei ist. Heute Morgen hat er sogar mein Mikrofon genommen in die Küche und hat einfach eine Show gemacht. Ich glaube, der wollte immer Sänger werden. Und er singt nicht ganz gut und auch nicht immer in die richtigen Töne, aber er singt mit viel Emotion und er sagt auch selber, ich bin doch ein Performer, also es ist nicht so wichtig, welche Töne ich singe. Also der ist wirklich ein Schatz. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin wirklich, trotz dieser Katastrophe, was gerade in dieser Welt passiert, ich bin in eine sehr, sehr gute Situation in meinem Leben, aus dem persönlichen und emotionalen Aspekt. Und ja, ich freue mich jeden Morgen, sein Gesicht zu sehen und ja, überhaupt mit ihm die Zeit zu verbringen. Der auch sehr, sehr romantisch ist. Sehr schön. Ich glaube, da freuen wir uns alle für dich. Und es ist ja auch Adoro, die Band, mit der du in Deutschland vor allem bekannt wurdest, war ja in einem so gefühlt schlageresken, klassischen, poppigen Bereich. Warst du von Anfang an geoutet oder war das irgendwann kam das, dass man das mit eingebaut hat oder hat einfließen lassen? Wie war das damals? Wir waren gar nicht, glaube ich, damals beschäftigt mit dem Thema. Also es kam auch keine No-Go von der Plattenfirma oder von diesem Image. Es kam keine Restriction zu sagen, du darfst nicht sagen. Aber das stimmt, ganz am Anfang haben wir immer gesagt, ja, wir haben keine Zeit für die Liebe. Was eigentlich die Wahrheit war, es gab keinen auch Journalist, der richtig gefragt hat, wer von euch seid, also wenn für euch schwul seid und so weiter. Deswegen war das Thema kein Thema. Und ich muss auch sagen, unser Publikum waren auch mit dem Thema, glaube ich, nicht wirklich beschäftigt oder sie haben sich auch gar nicht getraut. Und ich hatte auch viele, also liebe Vorschläge von Fans, also weibliche Fans. Ja, ich habe mich damals nicht geoutet und I don't know, vielleicht sollte ich das auch bereuen, aber ich mache das nicht mehr. Ich bin jetzt ein ganz selbstständiger Künstler, entscheide für mich, was ich sage, welche Inhalte und welche Teil von meinem Privatleben teile ich mit meinem Publikum. Ich mache das auch ganz natürlich, ohne große Outing oder sowas, weil ich glaube, ich bin der Meinung, von meiner Erfahrung mit meinem Leben, dass ich das überhaupt nicht muss. Aber ich glaube, wie wichtig das ist, dass mit dem Thema einfach offen zu sein. Und das soll einfach parallel und natürlich laufen. Es soll kein Scham sein und kein Geheimnis sein. Ja, ich glaube, wir sind da auch generell auf diesem Planeten in einigen Ländern, leider nicht in allen offenen Ländern. Absolut. Leider auch in meinem Heimat. Wie macht ihr das in Tel Aviv? Tel Aviv ist sehr, sehr offen und schwul, freundlich und auch in der Politik haben wir eine schwule Repräsentation, obwohl der es gerade macht seine Arbeit überhaupt nicht gut, aber darüber will ich nicht reden. Ja, also hier ist es ziemlich frei und offen, aber Tel Aviv ist Tel Aviv. Und Tel Aviv ist nicht
Israel oder wie auch immer Israel genannt werden soll, Israel, Palestine, Tel Aviv ist Tel Aviv. Und man darf es nicht vergessen, es gibt viele Meinungen und immer noch viel Angst, glaube ich, für viele Leute mit diesem Thema umzugehen. Aber die Wahrheit ist, und man muss es einfach akzeptieren, Schwule gibt es überall. Und man muss das einfach akzeptieren. Das ist einfach ein Teil von unserer Natur. Ich finde das auch so lustig, dass Leute glauben, dass es etwas Unnatürliches gibt. Wäre, es gibt die sogenannte Rosa Liste, die aufzeigt, welche Tiere alle homosexuell sind. Und da ist auch der Löwe dabei. Da sind viele mal ganz schwer schockiert, denn der Löwe, also das geht ja wirklich nicht. Darf wirklich jeder lieben, wen er will, aber das gilt für Mann und Frau, für Frau und Frau und für Mann und Mann. Ich weiß, uns muss ich das nicht sagen, wir wissen das. Hey, es steht auch in der Bibel, also ganz ehrlich. Also wenn man glauben will und etwas von der Geschichte nehmen wollen, dann gibt es auch genug Beispiele, dass es gab tatsächlich immer Beziehungen zwischen zwei Männern. Und deswegen ist es aber halt auch wichtig, dass Leute, die so hart in der Öffentlichkeit stehen wie du, dann eben das, und du hast es immer ganz wunderbar gemacht, es ist ganz natürlich in die Gespräche eingeflossen. Ja, es stand nicht im Hauptfokus, sondern, und dann hast du gesagt, und ja, und mein Partner, der hat mich da toll Ja. inspiriert. Und das ist halt das Schöne, wenn man das normal machen kann. Aber du weißt genau, das gibt halt vielen Männern wie auch Frauen da draußen Kraft, einfach zu sagen, oh, guck mal, krass, der Asaf hat das einfach im Fernsehen gesagt. Oh, krass. Und vielleicht auch jemand, der im Klassikbereich tätig ist. Also ich glaube, man ist sich dessen gar nicht bewusst, wie viel Mut das dann tatsächlich machen kann. Ich habe das auch ganz natürlich, ich habe das auch nicht geplant, glaube ich, damals, glaube ich, das war ein Interview beim ZIP-Magazin, das war keine irgendwie, heute oute ich mich, sondern ich habe einfach wirklich die Wahrheit erzählt, wie kam dieses Album zustande, was war die Inspiration und in welchem Zustand bin ich jetzt in meinem Leben, bin ich Single, bin ich mit jemand. Aber was hast du denn gefühlt in dem Moment? Weil du wusstest ja, jetzt sage ich es im Fernsehen, ich sag's jetzt, jetzt hört es Deutschland. War dir das bewusst? Hast du kurz Angst gehabt oder war einfach, ach, scheiß drauf jetzt? Nein, ich hatte keine Angst. Nein. Und glaube ich, das ist natürlich das Geheimnis. Wenn man keine Angst hat und man ist so, hat diese Selbstsicherheit, diese, wie sagt man das richtig auf Deutsch, wenn man irgendwie so selbst in sich selbst sicher ist, dann kommt das rüber und dann ist das auch kein Problem. Und dann diese Message war einfach da: Hey, ich habe einen Partner, keine Partnerin, mir geht's gut, ich bin glücklich, ich mache Musik. Ja, also mir ging es gut danach. Ich hatte keine schlechte Nachricht von niemand bekommen. Das Gegenteil. Das freut mich. Also die Fangemeinde stand hinter dir und aber selbst wenn da jetzt was gekommen wäre, hätte das an dir was geändert? Ich hoffe doch nicht. Das würde nichts ändern und ich werde das sofort, ich will nicht sagen, ignorieren, weil ich bin keine kalte Person und ich ignoriere auch keine Nachricht von niemandem. Also auch wenn es ist wirklich eine schlechte Kritik oder was Böses, das jemand geschrieben hat. Und das hatte ich auch mal erlebt, hier und da, Gott sei Dank nicht viel. Vielleicht, weil ich nicht so bekannt bin oder meine Fangemeinde auf Facebook nicht, das sind irgendwie keine Millionen Fans, aber trotzdem, ich würde immer positiv reagieren und sagen, warum hast du das gemacht oder warum hast du das geschrieben? Das würde bei mir nichts ändern. So bin ich und ich bleibe treu irgendwie zu, wer ich bin. Ja, und zum Glück bist du so. Und deswegen wünsche ich dir auch ganz viel Erfolg mit deinem neuen Album. Noch mehr Talk mit Asaf Karoli gibt es bei der Web Talkshow. Bis zum nächsten Mal. Ciao.